sage ich mal, es wird erstmal schlechter, bevor es wieder gut geht. Und dann kann es auch wieder wirklich gut werden. Aber wir müssen erstmal einen Schritt so über die Hürde gehen, was ein bisschen wehtut und umdenken und anpassen. Und da ist einfach wichtig, dass das Büro wirklich als Team zusammenspielt und wo wir uns viel mehr unterstützen. Herzlich willkommen zum BIM-Talk, der Interviewformat für Architekten, die sich für BIM interessieren und genau erfahren wollen, was sind die Vorteile und Herausforderungen, was erwartet uns auf diesem Weg und auch einen Austausch zwischen Architekten und Experten wünschen. Mein Name ist Joanna Scherer, ich bin Architektengründerin der BIM Online Academy und meine Vision ist, dass wir mit BIM mehr Zeit für die Architektur haben. Und heute ist unsere erste Interviewfolge. Und ich habe die Idee gehabt, dass ich selber heute zu Gast bin und dass wir uns besser kennenlernen und ich auch etwas berichten kann, was ich mache. Und heute werden wir genauer sprechen über die BIM-Implementierung in einem Büro. Welche Herausforderungen haben wir dabei? Wie ist dieser Weg, wenn wir komplett von 2D auf BIM wechseln wollen? Und ich gebe hier meine Erfahrungen, meine Tipps mit. Und ja, meine Idee war, dass wir die Rollen umkehren und deshalb habe ich eine Freundin eingeladen, die eher mich interviewt. Hallo Steffi, schön, dass du hier bist. Ich freue mich auch. Ja, Stefanie Montero-Kisslinger ist Architektin, hat sich auf dem Weg in Ausstellungsgestaltung spezialisiert. Und warum sie hier ist, ist, weil wir zusammen studiert haben an der Kunstakademie in Stuttgart. Da haben wir uns kennengelernt und ja, wir hatten auch die Verbindung, weil Steffi auch so wie ich halb Brasilianerin ist und hatten immer wieder auch ausgetauscht bei unserem Berufsweg, haben auch etwas zusammen bearbeitet ein Projekt. Und ja, Steffi, sehr schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr drauf. Das wird spannend. Auf jeden Fall. Ja, super. Ja. Soll ich direkt schon übernehmen? Vielleicht. Du kannst gerne übernehmen, ja. Okay. Ja, dann wollen wir vielleicht direkt zu dir übergehen und ein bisschen dich kennenlernen, Joanna. Ich kenne dich ja schon ein bisschen, aber andere ja noch nicht. Du bist ja mittlerweile Expertin für BIM und unterstützt Architekten dabei, erfolgreich von 2D auf BIM umzusteigen. Und deine Mission ist es, eine BIM Online Academy, damit Architekten zu helfen, effektiv zu arbeiten und erfolgreich BIM durchzusetzen. Wie bist du da hingekommen, wo du heute bist? Ja, natürlich haben wir so oft so eine Vorstellung, dass die Person alles schon so konnte. Es war natürlich nicht so. Ich hatte angefangen, glaube ich, im Studium ein bisschen mit 3D zu arbeiten und da weißt du vielleicht ganz gut, ich war nicht die Beste daran. Haben mir schon ein bisschen, sag ich mal, schwer getan. Habe aber natürlich mit 3D-Tools angefangen zu arbeiten. Und ich glaube, da habe ich ein bisschen auch diese Lernweise angefangen, diese Denkweise angefangen. Viel habe ich gelernt, als ich dann mein erstes Büro kam zum ersten Projekt. Das war bei Hermann Bosch Architekten und die haben ein sehr großes Projekt gehabt für die SSB-Hauptverwaltung in Stuttgart. Und da haben sie mit Vectorworks gearbeitet und haben sehr viel umgestellt für diesen Projekt, haben eine super Organisation gehabt. Und da habe ich wirklich viel gelernt. Leider wurde das Projekt nach kurzer Zeit abgesagt. Und ich habe dann andere Projekte bearbeitet und habe den Anspruch gehabt, in 3D weiterzumachen. Natürlich hat das alles nicht super funktioniert. Ich hatte auch meine Probleme und, sage ich mal, die Grenzen. Es hatte nicht alles, sage ich mal, 100% voll in 3D geklappt. Und da wollte ich weitergehen und mehr auf dem Weg 3D-BIM. Bin dann zur ARKAS-Architekten in Stuttgart gegangen
und habe dort ein großes Krankenhausprojekt bearbeitet. Da habe ich sehr viel über Systeme, Workflows, Abläufe gelernt. Und dann habe ich angefangen, für den Vertriebspartner von Vectworks in Stuttgart zu arbeiten, für Freiraum, und hatte dort Schulungen über BIM gemacht für Vectworks und habe unglaublich viel gelernt. Ich habe auch als Freiberufler mit unterschiedlichen Büros gearbeitet, habe dann über 20 Büros auf dem Weg begleitet, auch viele Schulungsvorträge gehalten. Das war so, was ich in den letzten Jahren, sage ich mal, hauptberuflich gearbeitet habe. Und zu mir privat persönlich, ich bin Brasilianerin, deshalb hängt auch das Plakat von Rio da oben. bin seit 10 Jahren in Deutschland und habe letztes Jahr dann auch die BIM Online Academy gegründet. Das ist eine Online-Academy, wo ich Architekten beibringe und unterstütze, von 2D auf BIM umzusteigen mit Vectorworks. Und ja, mir geht es dabei, dass die Architekten eben effektiver arbeiten und diese Umstellung wirklich schaffen. Das ist dann auch ein Prozess, das erfordert viel. Darüber werden wir vielleicht mehr sprechen noch. Ja, das ist total spannend. Also du hast aber nicht, seitdem du hier bist, quasi vor 10 Jahren direkt damit angefangen, sondern das kam bei dir auch erst nach dem Studium, ne? Also genau, ja. Wir haben an der Kunstakademie studiert, also hatten ein sehr kreatives Studium, würde ich so sagen, obwohl ich den ersten Kontakt mit 3D, ich sag gar nicht BIM, hatte, war wirklich so eine Entwicklung für mich. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich sehr viel Spaß habe daran, an diese ganze Organisation, was hinter einem Projekt steckt. Schon bei meinem ersten Projekt, das hatte ich diese Workflows zu erarbeiten und zu gucken, dass wir diszipliniert arbeiten, und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, hatte auch angefangen, die ersten Schulungen intern im Büro zu machen und Kollegen etwas beizubringen, und ja, das hat sich dann nach und nach entwickelt. Und wie kannst du irgendwie sagen, wie du das am meisten gelernt hast? Also hast du selber Kurse genommen? Wie bist du an das Wissen gekommen? Ja, es gab schon einen oder anderen Punkt, wo ich gehört haben musste. Als ich mein erstes Projekt da hatte, kam ich immer wieder an Grenzen. Aber ich glaube, am meisten habe ich gelernt, einfach erstmal über diesen ersten Projekt, die ich hatte. Es war spannend, weil die haben so viel gemacht, aber das Projekt wurde abgesagt. Die Kollegen, die damit auch sich gut auskannten, waren weg. Und alles, was ich hatte, waren diese Dateien. Die waren sehr gut bearbeitet, eingestellt, und ich habe die immer wieder geöffnet und geguckt, was haben sie da gemacht. Und so habe ich erstmal viel gelernt, wie waren diese Einstellungen. Und dann wie andere Büros gemacht haben, auch beim Krankenhausbau, da ist schon eine sehr große Struktur, was dahinter steckt für ein größeres Projekt. Da habe ich sehr viel gelernt, aber ich würde sagen, das meiste kam wirklich learning by doing, als ich die erste Schulung auch machen musste, musste ich selber dann nochmal viel lernen und gucken, wie funktioniert das genau. Das hat, ich habe auch immer wieder meine Grenzen gehabt, und ich würde sagen, bis heute gibt es immer noch Dinge, die ich dazu lernen möchte und kann. Mhm. Aber eine Wand anzuschauen, ein Bauteil, Wand anzuschauen und das einmal, 10-mal, 100-mal einzustellen und jedes Mal etwas Kleines, sage ich mal, dazu ändern. Und so habe ich gelernt, wozu sind diese 1000 Häkchen, die vielleicht da dran hängen, wie kann ich etwas besser oder schlechter einstellen, was ist der beste Weg. Und ich habe auch viel gelernt, indem ich viel mit Büros zusammengearbeitet habe und die dann auch genau gesagt haben, was brauchen sie, und ich die beste Einstellung für die gesucht habe. Und so habe ich mehr oder weniger den besten Weg erarbeitet und gelernt, wie wir in Vectorworks mit BIM arbeiten und Projekt strukturieren.
Vielleicht sollten wir hier auch noch mal kurz, also was bedeutet eigentlich BIM genau für dich? Also da schwirren ja viele Vorstellungen auch herum. Kannst du das irgendwie eingrenzen oder genauer definieren? Mhm. Ja, viele stellen sich auch etwas, sag ich mal, Hochkomplexes vor. Und das ist das auch. Natürlich geht es um die ganzen, also BIM bedeutet Building Information Modeling und bedeutet, dass wir in 3D ein Projekt bearbeiten, Informationen hinzufügen und die Auswertung daraus machen, Daten mit Fachplanern in ein Projekt austauschen, dass alle innerhalb eines Projektes arbeiten. Aber für mich ist der erste Schritt mit BIM schon früher, also das sogenannte Little BIM, dass wir als Architekten für uns mit BIM arbeiten, damit wir effizienter arbeiten können. Und für mich ist, dass wir auch mehr Zeit für die Architektur haben. Mhm. Oft hängen wir so viel an das ganze Organisatorische eines Projektes. Und ich finde es schön, wenn Architekten wirklich dann mehr Zeit haben für die Gestaltung, für die Architektur sich. Ja, ich meine, in unserem Studium wurde ja auch viel über den Entwurf diskutiert und gesprochen und so weiter. Und man kommt im Büro dann schnell an die Grenzen, weil man merkt, die Zeit reicht nicht dafür. Wäre natürlich toll, wenn man Werkzeuge hat, die einem wieder mehr Zeiträume einbringen können. Ne? Genau, und da gibt es unterschiedliche Punkte, was so BIM uns bringen kann, aber für mich ist wirklich die BIM bedeutet für mich einfach, dass wir effizienter arbeiten, dass wir intelligenter arbeiten, dass wir die Informationen nutzen für unsere Projekt in 3D und eine intelligente Auswertung machen. Das ist so, wie ich glaube, dass auch jedes Projekt bearbeitet werden sollte in einem Büro. Hattest du eine persönliche Motivation, um mit BIM zu starten? Kannst du das so? Ich glaube, dass als ich mein erstes Büro aussuchen wollte, für mich war schon damals, was ich gesagt habe, vielleicht noch gar nicht so wirklich BIM, aber das 3D war mir unglaublich wichtig. Und ich wollte Strukturen lernen, bei einem großen Projekt dabei sein. Und ich wusste, das gehört irgendwie der Zukunft. Und wenn ich nicht sofort damit starte, werde ich irgendwie hinterher sein. Und das war schon vor einigen Jahren so bei mir. Und ist auch, als ich angefangen habe, Schulungen zu machen, mit Büros zu arbeiten und das Ganze, diese BIM-Implementierung zu machen, ist für mich auch die Motivation, dass wir sagen, wir wollen vorne mit dabei sein und wenn wir heute nicht mit BIM starten, sind wir schon zu spät. Also wenn wir heute nicht mit BIM arbeiten, ist es ja schon zu spät. Deshalb, ich finde, das gehört einfach der Zukunft und ja. Also hättest du dir auch jemanden gewünscht, quasi da, als du das damals gestartet hast, dass da vielleicht auch im Büro dich jemand mehr unterstützt oder dir Hilfestellungen gibt? Oder Ja, auf jeden Fall. Es kam sehr oft der Punkt, wo wir, sag ich mal, keine Schulung, keine Unterstützung, keine Beratung, Begleitung hatten. Und das kostet einfach unglaublich viel Zeit. Wir können sagen, so eine Schulung kostet erstmal auch Geld, aber ich würde auch eine Frage stellen, wie viel Zeit verbringt dann ein Mitarbeiter, um das herauszufinden, wie das wirklich funktioniert. Sagen wir so, bei mir, ich habe angefangen, die Schulung zu machen und musste dann herausfinden, wirklich, was ist der beste Weg, was ich anderen auch beibringen kann. Und hatte immer den Anspruch, dass es immer besser und besser sein müsste. Und ich habe einfach mir die Zeit genommen. Ich hatte kein Projekt, was ich nebenher bearbeitet hatte und hat mir einfach die Zeit genommen, wirklich ausführlich diese Einstellung, Workflows durchzugehen. Und ich würde sagen, das kommt meistens in ein Büro zu knapp. Wir haben die Zeit nicht dafür.
und machen dann alles, sage ich mal, auf die Schnelle. Und umso besser, wenn wir jemanden haben, der schon eigenen Fehlern gemacht hat und eben einen besten Weg herausgefunden hat, um zu unterstützen. Ja. Ja, vielleicht gehen, weil wir da jetzt schon so ein bisschen an dem Punkt sind, so speziell halt, wie das als Change-Prozess in einem Büro ja, funktionieren kann. Also wie kann man so eine Änderung von einer Arbeitsweise in die nächste vollziehen, ohne zu große Schmerzen zu haben. Ja, kannst du da was zu sagen, was deiner Meinung nach besonders wichtig ist bei der Implementierung von BIM in Architekturbüros? Mhm. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir Schritt für Schritt uns heranarbeiten. Also es ist wichtig, dass wir erkennen, dass es ein Prozess und das ist nicht etwas, was von heute auf morgen funktionieren wird. Wir müssen uns so vorstellen, im Büro haben wir ganz junge Mitarbeiter, ältere Mitarbeiter, jeder bringt eine andere Erfahrung mit. Und vielleicht gibt es Leute, die schon seit 5 Jahren, 10 Jahren, 20 Jahren in 2D eine bestimmte Arbeitsweise ausgearbeitet hat und sind daran gewöhnt. Und dann kommen wir und sagen, okay, wir müssen aber ganz viel umstellen und das ist schon ein riesen Umdenken im Kopf. Vielleicht hole ich kurz was aus. Früher haben wir angefangen als Architekten, ne? Ganz früher haben wir von Hand gezeichnet und als das Ganze digitalisiert wurde, haben wir in 2D auf dem Computer, so wie wir von Hand gezeichnet haben, nur dass es im Computer mit Linien und Flächen war. Und dann haben wir getrennte Zeichnungen gemacht. Also ich habe einen Grundriss, einen Schnitt, eine Ansicht, die haben nichts miteinander zu tun. Und wenn wir auf einen 3D-BIM-Projekt gehen, funktioniert das schon ganz anders, weil ich erarbeite nicht die Zeichnung selber, sondern ich pflege, konstruiere und pflege ein 3D-Modell. Also ich muss ganz andere Dinge beachten und strukturieren, wie ich in 2D gemacht habe. Es ist etwas sogar leichter, weil ich sage, wir denken immer, wir sollen das Projekt so bearbeiten, wie wir auch bauen werden. Es ist dieses Denken von 3D wie auf der Baustelle auch. Aber wie wir das Ganze zeichnen und konstruieren, das ist eine große Umstellung. Und daraus, aus diesem 3D-Modell, nehmen wir die Zeichnung heraus. Also da nehmen wir die Grundrisse, die Schnitte. Könnte man fast ein bisschen grob sagen, dass sie nur ein Nebenprodukt. Ein Nebenprodukt ist, danke, ja, genau. Also nicht wirklich der Abfall, aber ein Nebenprodukt ist. Und es ist nicht das Wichtigste an der Planung. Das Wichtigste ist, das 3D-Modell zu pflegen, dass es stets aktuell ist, weil daraus werde ich die ganze Zeichnung, Tabellen ableiten. Also ich füge dann auch zum 3D-Modell die Informationen. Ich kann kurz ein Beispiel geben. Ich arbeite dann eine Tür und früher hatte ich diese Informationen zu der Tür vielleicht in einem Spickzettel, wenn das nicht so ordentlich war, ein Post-it auf dem Bildschirm geklebt oder wir haben ein Handbuch geführt oder wir hatten eine Excel-Tabelle. Also jeder arbeitet anders. Und die Informationen verändern sich, beziehungsweise da kommt der Bauherr, hat andere Ansprüche, Wünsche. Und etwas verändert sich im Plan und wir müssen immer dran denken, diese Tabelle aktuell zu halten. Und das machen wir immer unter Stress und Zeitdruck. Und ich würde sagen, das sind auch alle Menschen. Und das sind so die Punkte, wo auch ein Fehler passieren kann, wo irgendeine Information verloren gehen auf dem Weg. Und wenn wir in einem BIM-Projekt arbeiten, also ich füge die Information direkt in der Tür, in mein 3D-Modell, und daraus leite ich automatisch diese Türliste. Und wenn sich etwas ändert, dann werde ich nicht die Liste bearbeiten, sondern meine Tür bearbeiten. Und die ist automatisch mit dieser Tabelle, mit der Liste verknüpft. Und so auch verknüpft mit den Plänen, mit der Ansicht, mit dem Schnitt, mit dem Grundriss. Und wenn wir dann einmal diese Tür ändern, verändert sich, sag ich mal, überall mit.
Und dabei können wir eher weniger Fehler machen. Es ist dann auch eine größere Sicherheit für die Planung. Und wir haben auch die Kosten besser im Griff, weil wir stets den aktuellsten Stand von den Massen haben. Und ja, das sind so die größten Vorteile. Aber ich bin ein bisschen umgekommen von deiner Frage. Naja, ja, also es ging quasi um die, was ist dabei wichtig am Anfang, ne? Also wo, genau, okay. Was sind sozusagen vielleicht die Hürden oder die wichtigsten Punkte, damit man so eine Änderung vornehmen kann? Genau, also es ist diese große Umstellung, diese große Umdenken, wie wir arbeiten. Und ganz wichtig ist, dass wir das Schritt für Schritt erarbeiten. Also ich finde auch wichtig, erstmal ein Pilotprojekt im Büro zu nehmen, wo wir erstmal daran arbeiten, Erfahrung sammeln und gucken, wie kann das funktionieren. Ganz wichtig ist auch, ein System zu haben, ein System zu erarbeiten. Also wenn beim zweiten Projekt die Projektorganisation schon so wichtig war, ist hier bei einem BIM-Projekt unerlässlich, weil wir so viel eben automatisiert verknüpfen. Und wenn das Ganze nicht gut strukturiert ist, da kann wirklich komplett dann in die Gegenrichtung schiefgehen. Also es ist wichtig, dass wir mit guten Strukturen und mit einer guten Projektorganisation starten, dass wir auch ein Pilotprojekt erstmal für uns erarbeiten, Erfahrung sammeln und da dann gucken, wie wir bei anderen Projekten im Büro auch implementieren. Also bist du der Meinung, dass man warten sollte, quasi, dass ein Bauherr das von einem erwartet, oder sollte zum Beispiel das Büro von sich aus eher versuchen, da eigene Projekte mit BIM durchzuführen? Das ist ja wahrscheinlich oft, kann ich mir vorstellen, dass die Büros sagen, solange der Bauherr das nicht von mir verlangt, warte ich, weil es natürlich viele Ressourcen und Energien und so aufsaugt und andererseits Widerstände ja auch mit bringt. Ja, das ist genau so, wie in den meisten Fällen passiert. Und ich kann das auch total verstehen, denn natürlich ist das eine große Umstellung. Natürlich ist das ein großes Umdenken, was passieren muss in den Büros, in den einzelnen Mitarbeitern. Aber ich stelle auch die Frage, wenn ein Bauherr zu dir heute kommen würde und einen Auftrag gibt und das startet morgen oder heute, bist du bereit, von heute auf morgen komplett umzustellen? Und so wie ich meine Erfahrung gesammelt habe, ist nein, das ist nicht möglich, weil es ist wirklich ein Prozess, das ist schwierig, von heute auf morgen sich komplett zu ändern, strukturieren. Natürlich ist das möglich, schon mit sehr vielen Ressourcen. Ich muss Top-Mitarbeiter haben, die schon Erfahrung damit gesammelt haben, die eine riesen Motivation haben, sag ich mal, vielleicht auch mit Überstunden verbunden oder so. Aber das ist schon möglich, aber das ist nicht der beste Weg. Ich würde sagen, viel besser ist, wenn wir Architekten sagen, ich starte für mich und das ist auch meine Motivation. Und ich glaube, die Motivation, die für jeden sein musste, warum starten wir mit BIM? Weil erstmal ich besser damit arbeiten kann. Ich kann die größten Vorteile daran erzielen, indem ich effizienter arbeiten kann. Also das bedeutet, dass meine Mitarbeiter schneller die Projekte bearbeiten können, beziehungsweise auch vielleicht nicht so viel Überstunden haben, mehr Zeit für die Architektur haben. Und da kann ich auch sehr viel von meinem Projektbudget sparen. Also ich kann gar nicht verstehen Büros, die sagen, ich habe kein Interesse damit, sag ich mal, anzufangen. Und oft ist diese, sag ich mal, ein großer Hindernis da. Aber wenn wir sehen, dass wir wirklich viel besser mit Tabellen arbeiten können, dass wir eine gute Struktur haben, dass die Abläufe besser sein können, ich glaube, da ist ein riesen Mehrwert für die Büros. Und ich würde empfehlen, dass wir am besten gleich starten, heute starten und immer Schritt für Schritt. Also wir müssen nicht komplett sagen, ab heute mache ich einen riesen Big Open BIM-Projekt.
sondern wir können sagen, ich mache den ersten Schritt, indem ich vielleicht erstmal mit 3D arbeite. Oder ich mache den ersten Schritt, indem ich kleine Informationen hinzufüge. Und da soll ich immer wieder einen Schritt weitergehen. Also es ist auch, wäre auch falsch, der Gedanke zu sagen, jetzt haben wir BIM implementiert und Schluss. Das wird auch nicht geben. Da wird was Neues kommen. Die Software werden sich entwickeln. Die Arbeitsweise wird auch sich immer wieder anpassen. Und da ist einfach wichtig, immer, ja, an den neuesten Stand, sage ich mal, dabei zu bleiben und sich immer wieder zu entwickeln. Das klingt sehr plausibel so, wie du das sagst. Es ist trotzdem dann umso erstaunlicher, dass ja erst 12% ungefähr der Architekturbüros bislang überhaupt BIM eingeführt haben. Was glaubst du, wird es halt einen großen dann Nachteil, einen Sprung geben zwischen den Büros, die halt BIM eingeführt haben und denen, die quasi den Anschluss verpassen? Oder wie viel Zeit hat man noch? Ja, die Zeit ist nicht da. Aber ich sehe nicht so, dass wir gar keinen Auftrag, sag ich mal, mehr bekommen, wenn wir BIM nicht können. Ich glaube, es wird immer wieder auch, sag ich mal, einen gewissen Aufträge da sein für eine konventionelle Planung. Allerdings, es wird immer mehr gefördert. Und wenn ich große Projekte anziehen möchte, auch nicht nur große Projekte, einfach anspruchsvolle Projekte, wo vielleicht auch das Projektbudget nicht das Allerwichtigste ist. Wenn ich möchte, dass mein Büro auch wächst, wenn ich wirtschaftlich auch, sag ich mal, als Inhaber eines Büros denke, dann sehe ich keinen Weg, dass wir damit nicht starten. Und ja, es gibt diese Leitfahrt, dass ab 2020 Infrastrukturprojekte, öffentliche Projekte BIM-Pflicht sein werden. Und da ist für mich auch erstaunlich, wie wenig Büros sich wirklich auf dem Weg, sag ich mal, schon gemacht haben, bereit sind, sich umzustellen, zu ändern. Ich habe auch, sag ich mal, zwei Aussagen in letzter Zeit gehört. Einerseits ist kommen Architekten zu mir und sagen, ja, ich möchte mit BIM starten, weil ich merke auch schon bei VRF-Verfahren, dass ich da, sag ich mal, schnell rausgekickt werde, wenn ich sage, kann gar keine Erfahrung nachweisen. Andererseits sehe ich auch, dass viele Bauherren auch jetzt sind, dabei zu starten und sagen, wir fördern auch Büros, die ja bereit sind, diesen Weg durchzugehen. Die sagen aber auch, es ist wichtig, eine Erfahrung wenigstens in 3D zu haben. Also auch wenn die Büros keinen BIM wirklich können und mit den großen Austausch, aber die sollen wenigstens in 3D arbeiten können. Und ich glaube, da kommen wir Architekten in den nächsten Jahren gar nicht drum rum. Hast du irgendwie Erfahrung gemacht, dass vielleicht Büros gescheitert sind oder so? So ist das überhaupt möglich? Wovor sollte man Angst haben? Angst haben. Ja, es ist auch wichtig, dass die Führung spielt wirklich eine ganz wichtige Rolle. Es geht um Menschen. Es geht um eine Umstellung, was wir Menschen tun. Und es geht auch wirklich darum, die Mitarbeiter ein bisschen an die Hand zu nehmen, zu begleiten und zu sagen, wir kriegen das gemeinsam hin. Auch wenn das doof gesagt sind, diese Soft Skills, besonders bei einem Change, ein großer Change in einem Büro, ist das unglaublich wichtig. Denn wir sind Menschen, wir haben ganz viele Ängste. Die Mitarbeiter haben Angst, wenn das nicht funktioniert, wenn ich das alles nicht machen kann, vielleicht werde ich gekündigt, vielleicht bin ich dann nicht gut genug für das Büro. Also bleibe ich lieber da, wo ich sicher bin. Ich weiß, so werde ich überleben hier. Oder wir müssen ein bisschen die Komfortzone verlassen. Ich muss umdenken. Ich muss vielleicht auch
ja, ein bisschen mich anstrengen, um daran anzupassen. Und ja, dann wird eine Zeit sein, wo es vielleicht erstmal, sage ich mal, es wird erstmal schlechter, bevor es wieder gut geht. Und dann kann es auch wieder wirklich gut werden. Aber wir müssen erstmal einen Schritt so über die Hürde gehen, was ein bisschen wehtut, und umdenken und anpassen. Und da ist einfach wichtig, dass das Büro wirklich als Team zusammenspielt und wo wir uns viel mehr unterstützen. Und ich habe vielleicht zwei Punkte, was ich an Büros gesehen habe, vielleicht was nicht so gut funktioniert hat. Und einen Punkt war, ein Büro hat ein großes Projekt bekommen. Wir haben lange Strukturen erarbeitet, angepasst. Ich habe die Mitarbeitern geschult, und dann sollte es so sein, dass dieses eine Team an den anderen Kollegen alles weitergeben. Und das ist da gescheitert, weil die gar keine Zeit dafür hatten. Also wir müssen auch überlegen, wenn ein neues Projekt startet und jemand im Büro verantwortlich ist, um diese neue Mitarbeiter zu schulen, das nimmt auch eine Zeit in Anspruch. Ich muss erstmal die Person erklären, wie wird sie arbeiten, wie hat sie eine Vorlagedatei, wie arbeitet diese Vorlagedatei, wie erarbeitet die Strukturen von Klassenebenen, Geschossen, und wie zeichne ich überhaupt in 3D, wie sind diese Tools? Das ist eine riesen auch interne Schulung, was passieren muss. Und das funktioniert auch erst, wenn ein Projekt wirklich startet, damit diese Person das auch sofort umsetzen kann. Und das war der Fall, wo das gar nicht funktioniert hat, weil die Kollegen hatten keine Zeit. Die haben Projekte in Fulltime bearbeitet und die haben gar keine Zeit, an die anderen da beizubringen, weiterzugeben. Und ja, und dieser Punkt dann auch Schulung, Fortbildung, auch intern in einem Büro, wie wird das weitergegeben, das darf auch nicht vernachlässigt werden. Und ich würde auch empfehlen, nicht nur bei einem Mitarbeiter dabei zu bleiben. Da hatte ich auch gesehen, eine Kollegin, die kannte sich super im Büro aus, die war die Expertin dort, und die ist dann schwanger geworden von Zwillinge und mehr oder weniger von Tag zum anderen ausgefallen. Und niemanden wusste im Büro dann, wie können sie dieses Projekt bearbeiten. Und natürlich die neuen Mitarbeiter haben erstmal, sag ich mal, in diese 3D-Datei ganz viel kaputt gemacht, umgestellt. Die konnten nicht anders, die wussten nicht, wie sie damit umgehen. Und dann habe ich noch lang diese Datei nochmal zusammen gepflückt und gepflegt. Und sag ich mal, gab es ein bisschen Ärger von ein paar Seiten. Aber da ist wichtig, nicht auf einen einzigen Mitarbeiter zu konzentrieren. Ich würde sagen, vielleicht zwei. Da kündigt jemanden, da ist jemand schwanger, da ist jemand krank. Also das an vielleicht zwei, drei Mitarbeiter zu geben, die wirklich sich gut damit auskennen. Und natürlich muss nicht jeder alles können. Es muss nicht die Person, die, sag ich mal, eher Ausschreibung macht, die muss vielleicht nicht wissen, wie baue ich das Ganze in 3D auf, beziehungsweise wie stelle ich eine komplette Tabelle neu auf. Aber das soll wissen, okay, was bedeutet, wo liegt ein Bauteil, wie kann ich diese Tabelle öffnen, wie kann ich die Daten abrufen und auch verstehen, woher kommen diese Daten. Und da kommt ein Punkt, was für mich auch besonders spannend ist, dass wir die unterschiedlichen Generationen und Erfahrungen zusammenkommen. Denn nur wenn auch die, sag ich mal, erfahrenen Mitarbeiter, die erfahrenen Architekten an den vielleicht Jüngeren, die eher fit sind in das ganze Software oder die ganze Technik, was da abläuft, erst wenn die beiden zusammenkommen und wir wirklich kommunizieren, was brauche ich und wie kann ich das einstellen, da wird dann das wirklich ja, nach vorne bringen, und so werden wir das Ganze erfolgreich umsetzen können. Ja, spannend.
Es sind halt super viele Dinge, die beachtet werden müssen. So. Vielleicht bringt uns das schon irgendwie rüber zum nächsten. So, ja, du hast ja die BIM Online Academy gegründet mit einem gewissen Hintergrund. Also was möchtest du mit der BIM Online Academy erreichen? Für wen ist sie? Ja, also ich habe die Vision, dass Architekten mehr Zeit für die Architektur haben. Das heißt, ich möchte, dass Architekten effizienter arbeiten können. Und deshalb gebe ich ganz viele Voreinstellungssysteme. Also wir bekommen ein System in die Hand, damit sie sofort mit BIM starten können. Also ich gebe auch einen Leitfaden, wie sie Schritt für Schritt erarbeiten. Das Projekt erarbeiten. Das war, was ich gemerkt habe. Es geht nicht darum, jemanden einen Tool oder ein Werkzeug beizubringen, sondern die brauchen ein komplettes System, kompletter Workflows. Es geht nicht nur darum, eine Wand einzustellen oder eine Wand zu zeichnen, sondern es fängt schon mit der Dateistruktur auf. In Vectorworks heißt das, sind das die Klassen, wo liegen diese die Wände, die Ebenen. Und wie werden diese Wände nochmal mit den Tabellen verknüpft? Also es geht dann nicht nur um ein Werkzeug, sondern es ist ein komplettes Leitfaden, was ich da weitergebe. Und wie ich dazu gekommen bin, ist, dass ich Offline-Schulungen gemacht habe. Und ich habe ganz viel von Architekten gehört, vielleicht oder auch gesehen, was hat gut funktioniert. Und warum hat etwas dann nicht funktioniert? Und ich habe oft von denen gehört, Joanna, deine Schulung ist super. Wir haben hier unser komplettes Büro 2-3 Tage lang geschult. Das war toll. Aber haben 2 Mitarbeiter das Ganze umgesetzt. Und das, was wir am 3. Tag gesehen haben, das war schon so komplex, das weiß niemand mehr. Und dann haben sie gesagt, wir haben kein Skript gehabt, um nachzuschauen. Und dann kamen nochmal die Sonderfälle und mit denen wussten wir nicht, wie wir damit umgehen. Und für mich ist, ich habe mir Gedanken gemacht, was brauchen die Leute, die Architekten, damit sie wirklich erfolgreich mit BIM starten können? Was brauchen sie wirklich, um ein Projekt erfolgreich umsetzen zu können? Und deshalb kam ich auf die Idee, das Ganze mit Videos zu arbeiten. Da gebe ich die ganze, sage ich mal, Basics, sind dann über 30 Stunden Videos, die ich weitergebe. Und so kann jeder Mitarbeiter eines Büros jederzeit diese Videos anschauen, genau dann, wann sie etwas einstellen müssen, genau dann, wann das Projekt losgeht. Und das ganze Büro kann davon profitieren. Also mir geht es dann nicht... Ja, nicht nur, dass eine Person sich gut auskennt, sondern dass alle im Büro da das anschauen können. Und ich arbeite mit denen 3 Monate lang zusammen und wir machen eine Art Projektbetreuung. Also wir reden auch über die harten Punkte, über das, was nicht sofort funktioniert, über Sonderfälle, die wir erarbeiten können. Und das ist eine Gruppe, da entsteht sehr viel Austausch. Die lernen auch von den anderen Projekten, von den anderen Büros, die mit dabei sind. Also vielleicht hast du einen Holzbauprojekt und jemand anders hat ein Projekt mit Splitgeschosse. Ihr würdet nichts voneinander lernen, wenn ich nur mit dir reden würde. Aber da das Ganze in der Gruppe stattfindet, entsteht ein viel größeren Austausch. Und die bekommen auch von mir Vorlagedateien, damit sie sofort damit starten können, eben einen Leitfaden und ein Skript, das ist ein Handbuch über 80 Seiten, die ich geschrieben habe. Und das sind die Punkte, die mir wichtig sind, denn mit diesem komplettes Paket können die auch an neuen Mitarbeiter das geben, an ein neues Projekt, das startet. Und die können sich, sage ich mal, erstmal auch von alleine verhelfen. Und dann gibt es die Profis im Büro, die 2-3 Leute, die vielleicht das Projekt bei mir gemacht haben, wo ich die Projektbetreuung gemacht habe, die kennen sich besser aus und die können dann eben mit denen reden, wenn sie schon die Basics gelernt haben. Also dann auch, es ist nicht so ein riesen Zeit in Anspruch, was da genommen wird, sondern eben wirklich über ein paar Fakten über hier die Anpassung an ein Projekt.
Ja, ich finde das eine wirklich irgendwie tolle Idee von dir, weil das ja ein Problem von vielen Büros ist, dass halt einfach dieser Anfang, dieser Start, der wird halt normalerweise ja nur über Schulungen mitgeteilt. Aber da ist halt das Problem, ich kann ja nur eine gewisse Menge an Informationen aufnehmen. Ich gehe raus aus der Schulung und habe die Hälfte schon wieder vergessen. Und das eben mit den Videos und dem Handbuch so mitzugeben, dass man das auch jederzeit dann, wenn ich konkret an dem Projekt, an den Problemen, an meiner ersten Übung sitze, das finde ich wirklich, ja, ist eine sehr innovative Idee, damit umzugehen, wirklich das umzusetzen. So. Ja. Ja. Ja, ich glaube, es macht auch unglaublich Spaß, auch für die, die mit dabei sind und sehen, wie die Arbeitsweise verändert, was sie erreichen können. Und wenn sie sehen, dass das Projekt in 3D da entsteht, das macht so viel Spaß. Ja, schön. Ja, und wenn du das auch so begeistert mitmachst, dann ja, wie kann ich mir da, wenn man jetzt so einen Kurs bei dir macht, wie funktioniert das? Also wie kann man sich das vorstellen? Also ich biete erstmal ein Strategiegespräch an, wenn jemanden Interesse hat, da gucke ich erstmal, kann ich die Person wirklich helfen? Ist da richtig, sage ich mal, bei mir? Und dann starten wir es so, dass wir machen ein kurzes Einführungsgespräch. Also ich mache alles online. Das heißt, es ist über einen Online-Konferenzraum. Da reden wir über, ja, wie dieser Kurs funktioniert. Ich lerne etwas über die jeweiligen Projekte, was sie bearbeiten. Weil ich auch dieses Projekt begleiten werde und auch verstehen werde, was sind die Herausforderungen, die da kommen. Hat die Person ein Splitgeschoss oder haben die Holzbau oder ja, was sind die Besonderheiten dieses Projektes? Und dann bekommen die eben Zugang zu einem Internetportal, also einer Website von mir, wo die ganzen Videos hochgeladen werden. Und das sind verschiedene Module, wo sie dann Schritt für Schritt nach meiner Anleitung das Projekt bearbeiten. Also es fängt schon darum, wie ist die Einstellung, die ich gebe? Ich gebe vorgefertigte Dateien, damit sie auch sehr schnell damit starten können. Wie sind die Einstellungen dazu? Wie können sie mit dieser Datei umgehen? Bis hin zu, wie konstruieren sie das 3D-Modell? Was sind die unterschiedlichen Tools dazu? Was müssen Sie beachten, wenn Sie das 3D-Modell konstruieren? Wie leiten wir daraus die Zeichnungen? Wie fügen wir Informationen ein? Wie machen wir die Auswertung? Und das sind die ganzen, ich sag mal, Basics. Und dann treffen wir uns jede Woche in einem Online-Konferenzraum und da sind alle gemeinsam und wir schauen zu und sprechen über unterschiedliche Punkte, was jeder so gerade bearbeitet. Die stellen dann Fragen, wie irgendwas vielleicht nicht gut gelaufen ist, wenn eine Einstellung nicht geklappt hat oder wie kann ich etwas anders machen. Und das, was besonders ist, es sind auch sehr oft Dinge, wo ich auch gar keine Standardlösung habe, sondern wir oft, natürlich, ich gebe meine Erfahrung mit, aber oft überlegen wir gemeinsam. Also es ist sehr stark, sage ich mal, diese Gruppe. Wir überlegen gemeinsam, was kann jeder da mitgeben? Und vielleicht sagt der eine, ich würde es so machen. Dann sage ich, ah, pass auf, da könnte das und das passieren. Also es ist eine sehr schöne gemeinsame Arbeit. Und ja, und mein Ziel ist natürlich, dass ja, dass ein Projekt wirklich bis zu den Auswertungen komplett in BIM erstmal bearbeitet wird, also in das sogenannte Little BIM, dass die Architekten für sich schaffen, effektiver zu arbeiten in 3D mit Tabellen, mit den Auswertungen und dass sie das wirklich gut umsetzen. Und deshalb sind diese 3 Monate da, wo wir gemeinsam und enger zusammenarbeiten. Ja, ich finde es super auch, weil dass das auch online ist. Dadurch ist das ja auch ortsunabhängig, ob ich in einer Kleinstadt lebe oder Großstadt in Nord- oder Süddeutschland, Genau. ist die Zugänglichkeit Genau, und es ist auch schneller für jeden, ne? Wir haben da vielleicht 1, 2 Stunden, was wir dann in Anspruch nehmen, wenn wir uns treffen. Ja. Und da muss niemanden
zu mir nach Stuttgart oder München oder irgendwo hingehen. Ja, und die Videos stehen dann für das ganze Büro zur Verfügung. Also nach dieser Zeit können Sie die Videos anschauen und auch die anderen Kollegen profitieren auch davon. Ja, also Frage gibt es ja noch zu den Kosten, ne? Also wenn ein Architekturbüro sagt, okay, wir wollen das alles auf uns nehmen, wir glauben auch, dass das wichtig ist für die Zukunft, aber wir haben noch Bedenken, wie viel das kosten wird, diese komplette Umstellung. Kannst du da was zu sagen? Ist das etwas, wo man jetzt schon mal einen Kredit aufnehmen sollte oder wie? Na, also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall, also ich stelle auch in Frage, was kostet, sage ich mal, eine Eintagsschulung von einem Consultant für BIM? Und da bekommst du vielleicht oder haben man die Probleme, wo keine Skripte dabei sind oder wo die Person dann weg ist und das Ganze nicht funktioniert oder so. Aber ich glaube, die wichtigere Frage ist eher insgesamt, was wenn wir ein BIM-Projekt bearbeiten, was kommt auf uns zu? Und wir müssen wissen, dass das erste Projekt auch ein Pilotprojekt ist. Es ist etwas, woran wir lernen. Und es wird vielleicht auch erstmal ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Die Mitarbeiter sind auch an sich dran zu arbeiten, an sich anzupassen. Das zweite Projekt wird schneller laufen. Da wissen sie schon, wie es geht. Und die werden viel schneller reinkommen. Ich sag mal so, das dritte Projekt, da machen wir mit geschlossenen Augen und das ist mehr oder weniger selbstverständlich, wie wir arbeiten. Natürlich kommen immer wieder Herausforderungen. So ist das nicht. Das möchte ich hier keine rosa-rote Welt vorstellen und alles ist gut. Es kommen immer wieder Herausforderungen auf dem Weg, das auf jeden Fall. Aber wir werden immer schneller. Und da ist für mich der Punkt Kosten. Also ich habe dann eine effizientere Arbeitsweise, effizienteres Mitarbeiter, ein effizienteres Team, habe mehr von meinem Projektbudget und die Mitarbeiter sind auch glücklicher, zufrieden. Also ich glaube, es ist gut für jeden so. Und die viel größere Frage ist, glaube ich, was kostet dich, wenn du nicht mit BIM startest? Also was kostet dich, wenn du keine oder nicht die großen Aufträge bekommst? Oder wenn ein Bauherr sagen würde, ich würde dir den Auftrag geben, aber es muss alles in BIM sein oder in 3D musst du Erfahrung haben. Und dann musst du sagen, ich traue mir das nicht zu oder da haben wir gar keine Erfahrung. Was kostet dich eher, wenn du gar nicht auf dem Weg machst? Und wenn wir so, wir könnten kurz auch überlegen, was kostet die Effizienz so von Mitarbeitern? Ne? Das ist auch so ein interessantes Beispiel. Wenn wir sagen, Architekt verdient im Durchschnitt 3.000 Euro, 10% davon sind 300 Euro im Jahr, um die 3.000, 4.000 Euro, die wir allein mit diese 10% effizient, sag ich mal, sparen können. Und was ist, wenn dein Büro 10, 20, 30 Mitarbeiter hat? Ich glaube, da kommen die Kosten von so einer Umstellung kommen gar nicht in Frage oder es ist dann eigentlich irrelevant mit dem, was wir zu dem erreichen können. Ja, super spannend. Ja, ich glaube, wir kommen schon zu unseren Schlussfragen. und zwar würde ich dich als erstes gerne fragen, was du an Fehlern gemacht hast auf deinem Weg und welche Fehler Architekten vielleicht auf diesem Umschulungsweg generell machen und du das siehst. Ja, also ich hatte vieles hast glaub, du auch wahrscheinlich schon in deinen Antworten halt drin ja, gehabt. Schon ein bisschen. Aber ich glaube, dieser Punkt, sich nicht Hilfe holen, ist schon ein Punkt, was ich sehe, was viele Architekten machen und nicht erkennen, wie wichtig das ist, beziehungsweise dass jeder erstmal die Fehler, sag ich mal, selber machen muss oder dieses,
junge Architekten machen alles oder viel Learning by Doing und wir kriegen das alles hin und ja, das wird funktionieren. Das wird aber viel länger dauern und ist auch die Frage, was kostet dich dann, einen Mitarbeiter dafür nur umzusetzen, um herauszufinden, wie das klappen kann und was sind die Probleme und Fehler, was die ganze Zeit da entstanden sind, wo wir vielleicht mit Experten viel schneller lösen könnten. Auch die Beratung bei der BIM-Implementierung. Was ist dabei wichtig zu beachten seitens mit Bauherren, mit den Mitarbeitern über die Software. Also da gibt es wirklich unterschiedliche Punkte, die, glaube ich, wir gemeinsam viel mehr erreichen können, als wenn ich da alleine versuche, mich durchzukämpfen, sage ich mal. Also was wäre dann dein Tipp quasi, damit andere nicht diesen Fehler machen müssen? Bei der BIM Online Akademie dabei zu sein. Ja, aber wirklich zu schauen, wer kann mir helfen? Ne? Also vielleicht bin ich da nicht richtig, aber was brauche ich in dem Moment und wer ist da der richtige Ansprechpartner, den ich aufsuchen konnte, der uns helfen kann und wo die Mitarbeiter auch immer wieder vielleicht Fragen stellen können, wo wir, damit wir auch nicht alleine sind, damit diese Umstellung wirklich funktioniert und nicht, dass wir auf dem Halbweg dazu scheitern. Vielleicht mal jetzt so eine hypothetische Frage. Wenn jetzt alles von dir, von einem Projekt gelöscht werden sollte und es wäre nichts mehr da, was würdest du anders machen? Also gibt es da Punkte, die du neu? Als ich mit dem Ganzen angefangen hatte, dachte ich erstmal, es müsste sowas, BIM ist sowas Hochkomplexes und es muss auch hochkomplex, sag ich mal, eingestellt werden. Und das war so ein bisschen ein Fehler von mir, so ein Fehlgedanke, was ich natürlich auch dabei gelernt habe. Und heute ist einer der wichtigsten Ansätze bei mir, wenn ich mit Büros zusammenarbeite oder hier in meinem BIM Online Academy, ist, dass das Ganze so einfach wie möglich gehalten werden. Besonders wenn wir damit starten, ist viel komplizierter, etwas zu lernen, was hochkomplex ist, als etwas, was einfach ist. Klingt logisch, aber die meisten tun sich tatsächlich schwer dabei. Und ich würde heute versuchen, alles so einfach wie möglich aufzubauen, dass es verständlich ist für alle. Und natürlich die Punkte, die dabei sein müssen. Es gibt Punkte, die etwas, sage ich mal, komplexer sind. Aber ich würde versuchen, so oft wie möglich und immer wieder, dass das Ganze einfach ist. Also das Prinzip Keep it simple. Und oft machen wir das viel komplizierter, als sein müsste. Also halte das Ganze einfach. Und und nicht zu prokrastinieren. Also nicht zu verschieben irgendwas, was ich schon heute machen kann. Und einfach zu starten. Also nicht zu sagen, die Einstellung, den Weg, den Tool, das kann ich irgendwie noch morgen beim nächsten Projekt. Und einfach das eben dieses einfach starten. Ich würde viel schneller mit dem Ganzen starten. Klingt gut. hast du einen Tipp vielleicht für Architekten, die mit BIM starten möchten? Also was sind deine Ich glaube, es ist wichtig, das als Prozess zu sehen, zu erkennen, dass wir auch Fehler machen und dass Fehler machen auch gut sein kann, denn nur dabei werde ich vielleicht wirklich etwas lernen, wie etwas funktioniert oder wie etwas besser sein kann. Also sich nicht ärgern, wenn Fehler passieren, sondern die werden kommen. Das gehört auch mal dazu. Da gehört auch ein viel größeres Verständnis zwischen Mitarbeiter, die Geschäftsführung und das gesamte Team dazu. Also wie gehen wir miteinander um? Das ist unglaublich wichtig.
und dass wir diese riesen Mammutaufgabe in kleinen Schritten brechen. Also es ist sehr schwer, von heute auf morgen, sage ich mal, von 2D auf 3D zu gehen, mit Informationen zu arbeiten, intelligente Tabellen zu bearbeiten und dann noch Daten mit Fachplanern austauschen, und das funktioniert einwandfrei. Aber dass wir uns überlegen, okay, welche Schritte wollen wir da gehen? Und auch als Strategie in einem Büro, wann wollen wir in welche Phase sein? Starten wir ein Projekt vielleicht erstmal mit 3D? Oder wir starten mit 3D und fügen schon die ersten Informationen hinzu, bearbeiten in diese Little BIM, so wie ich das beibringe, dass wir für uns effizienter arbeiten. Und dann bin ich bereit, beim nächsten Projekt vielleicht auch an ein Open BIM-Projekt zu gehen, wo wir Daten austauschen. Und wann wird das Ganze an den anderen Projekten weitergegeben? Also ich glaube, es ist wirklich auch, sich einen Plan zu machen und diese riesen Mammutaufgabe in kleineren Schritten zu brechen, weil dann zieht das Ganze auch nicht so kompliziert auf. Und ja, einfach starten, also nicht auf morgen verschieben, morgen wird es zu spät sein, morgen wird nächstes Jahr sein. Ich höre von Kollegen von Büros, die vor 5 Jahren mir schon erzählt haben, warum sie nicht bei diesem Projekt mit BIM starten können. Und wir werden tausende Ausreden haben, warum jetzt nicht. Und ganz ehrlich, es wird auch nie den besten oder den optimalsten Zeitpunkt geben. Es wird auch nicht der optimalsten Projekt geben. Wichtig ist, dass wir immer den ersten Schritt machen und immer Schritt für Schritt uns daran arbeiten. Ja. Kannst du, jetzt schauen wir mal ein bisschen so in die Zukunft, in die Wahrsagerkugel, kannst du uns sagen vielleicht, was du dir vorstellst, wie die Baubranche in 10 Jahren aussehen wird? Wie werden wir arbeiten als Architekten, als Planer? Ich stelle mir so ein bisschen so eine Traumvision, denn ich bin Optimistin. Und ich möchte das auch, das schön sehen. Und ich glaube, ich glaube schon, dass wir viel mehr in der Technik bekommen werden. Ich glaube, die Software werden sich immer wieder und weiterentwickeln. Die Dinge, die heute noch nicht funktionieren, vielleicht werden in auch naher Zukunft viel besser klappen. Das Ganze läuft sehr, sehr schnell. Und ich glaube, dass wir wirklich auch viel digitaler auf der Baustelle sein wird. Ich weiß es nicht. Ich glaube, Pläne werden vielleicht nicht komplett verschwinden, aber ich glaube, wir werden uns viel mehr von dem 3D-Modell auf der Baustelle verhelfen können. Weiß ich nicht, inwieweit jemand auf der Baustelle wirklich die kleinsten Dinge digital messen wird. Ich glaube, das Handwerkzeug wird immer da sein, aber es wird alles viel digitaler werden, auch hinsichtlich Protokollierung und Daten aufrufen. Ich glaube, da wird ein guter Schritt digitaler sein. Und ich stelle mir so ein bisschen die Arbeitsweise in einem Büro, so wie ich mir von den Büros erhoffe, mit denen ich zusammenarbeite. Also ich glaube, jedes Projekt sollte in das sogenannte Little BIM bearbeitet werden. Und das wird auch passieren, indem wir in 3D arbeiten, mit Daten, intelligente Daten arbeiten, dass wir die Türenlisten, Massenermittlungen automatisch auswerten. Ich glaube, dabei wird dann auch gut funktionieren, dass wir sofort in den Ausschreibungsprogrammen das alles einführen. Und auch wenn ich eine Änderung in meinem Projekt mache, klappt das sofort auch bei der Ausschreibung, dass wir viel mehr verbunden und connected werden zwischen den Softwaren und den Tools, die wir verwenden. Und dann sollte es so sein, wenn ein Büro wirklich ein Big Open BIM Projekt hat, dann kann er diesen weiteren Schritt gehen und
ja, die mit Daten austauschen und so. Aber ich glaube, die 2D-Arbeitsweise, die wird immer und immer mehr verschwinden beziehungsweise keinen Sinn mehr machen. Wird immer Büros geben, die damit arbeiten. Aber ich glaube, das wird immer, immer weniger sein. Ja, spannend. Wow. das war echt spannend mit dir und auch toll, so von dieser Seite dich interviewen zu dürfen. Ja, sehr schön. ja, vielleicht wäre es jetzt noch zum Schluss gut, wenn du sagen könntest, wie man mit dir in Kontakt kommen kann. Also wenn man jetzt mit dir etwas austauschen möchte oder dich was fragen möchte, weitere Informationen gerne hätte, wie ist das möglich? Also ich habe eine Website, die www.bim-onlineacademy.com. Da werde ich auch die ganzen Folgen zu YouTube-Podcast hochladen und über einen Blog das aufschreiben und gebe dann auch über Newsletter immer weiter, wenn eine weitere Folge da ist. Da freue ich mich unglaublich, wenn ihr mich dabei auch unterstützt und auch weitersagt. Da hilft ihr mir, mehr Menschen zu erreichen. Und ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben, eure Fragen, eure Gedanken dazu stellen. Die schreibe ich ja unten. Und sonst biete ich auch einen Strategiegespräch an. Das ist kostenlos. Und da gucken wir oder schaue ich mit den Architekten gemeinsam, Wie kannst du dich auf den BIM-Weg machen? Was sind deine Herausforderungen? Was möchtest du damit erreichen? Und natürlich, ob das Sinn macht, dass ihr hier mit dabei bei der BIM Online Academy seid. Ja, wow, super. Also, ja, da werden sicherlich einige Fragen zu sein. Und ja, vielleicht bleibt jetzt dann nur noch zu sagen, Dankeschön. Ja, danke an alle, die hier zugeschaut, zugehört haben. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht und ihr einiges mitnehmen könnt. Also wie gesagt, wenn noch Fragen gibt, stehe ich gerne zur Verfügung. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig auf eine Bewertung auf dem Podcast. So hilft er mich eben, mehr Menschen zu erreichen, auf Likes auf den Social Medien. Und ja, und wenn ihr Fragen habt, kommentiere hier sehr gerne. Was ist eure Meinung dazu? Was fand ihr besonders spannend? Da freue ich mich riesig, wenn wir uns viel mehr hier austauschen. Super. Danke dir, Steffi, dass Danke du dir Zeit genommen hast, hier dabei bist. Danke an euch alle fürs Zuhören, Zuschauen. Ich schicke ganz herzliche Grüße. Tschüss.